Nachdem Gott sich an jedem Tag der Schöpfung angeschaut hat, was er geschaffen hatte, wie es sich entwickelt hat, wie es zusammenspielte, kam er immer wieder an jedem Tag zu einem Entschluss: Es ist gut. Es ist sehr gut. Es ist spitze. Es ist mega. Es ist einfach super gelungen. Und so geht das die ganze Schöpfung hindurch, die ganze Woche, jeden Tag. Und dann am Ende kommt er zu einer Entscheidung, was nicht gut ist. Das erste Mal, dass etwas nicht gut ist. Nämlich, wenn der Mensch alleine ist. Wenn der Mensch für sich alleine dasitzt. Vielleicht hat Gott den Adam, diesen ersten Menschen, beobachtet, wie er da am Fluss saß und Steine ins Wasser schmiss und irgendwie da rum Zeit vergeudete. Und er sagt, es ist nicht gut, wenn da dieser Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden schaffen an seiner Seite. Und somit begann die Schöpfungsgeschichte und somit begann die Menschheitsgeschichte, dass der Mensch in Beziehung leben soll. Damit sage ich euch nichts Neues, so begann es eben. Es ist nicht gut, wenn jemand alleine ist. Du kannst zwar vielleicht Single sein, nicht verheiratet sein, aber du brauchst einen anderen. Du brauchst Freunde, Freundinnen, du brauchst Menschen um dich herum. Wir sind nicht geschaffen, alleine um mit dem Wolf zu tanzen, sondern wir sind geschaffen als Beziehungswesen. Und im Augenblick reden wir darüber, du fragst dich, wo will er überhaupt hin? Wir sind bei dem Thema Herrschen im Leben, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und wir haben angefangen, in unsere Beziehung hineinzugucken. Wie können wir wirklich sagen, hey, nicht, ich möchte in meiner Beziehung herrschen, ich möchte das Sagen haben, sondern wie kann ich meine Beziehung so leben, dass zwei Menschen auf ihre Kosten kommen, dass diese Beziehung ein Vorbild wird für andere, egal in welcher Beziehung du mit einem Menschen lebst, dass du vorbildhaft mit in deiner Beziehung lebst. Wie kann das passieren? Und wir haben uns, wenn du die Folge am Montag nicht gesehen hast, empfehle ich sie dir nochmal nachzusehen, auch wenn es 12 Minuten waren. Da habe ich eine Menge Fragen gestellt. Wir sind in unserem Leben geprägt worden, von klein auf, wie wir in Beziehungen groß geworden sind. Wir haben Beziehungen erlebt, die Beziehung der Eltern oder der Großeltern oder wer auch immer für dich da war. Und du hast erlebt, wie ein Vater ist, wie eine Mutter ist, wie sie miteinander umgehen. Und da haben wir unsere ersten Prägungen bekommen. Und da habe ich euch ein bisschen erzählt, am Montag ein paar Fragen gestellt. Wie waren diese Prägungen? Was war wichtig, was war nicht wichtig? Was waren ausgesprochene und was waren unausgesprochene Gesetze? Damit haben wir unsere Prägung bekommen und jetzt leben wir selbst, sind mittlerweile erwachsen geworden, gehe ich mal von aus, und wir leben in Beziehungen und in klassischen Ehebeziehungen oder mit Freunden, mit Freundinnen, irgendwo eine Beziehung zu anderen Menschen. Und wie können wir darin leben, dass wir wirklich sagen, hey, darin wachse ich, darin reife ich. Das ist für mich eine gesunde Beziehung. Und ich möchte an diesem Punkt jetzt sagen, also wir haben unsere Prägung bekommen, darüber haben wir gesprochen. Und jetzt gibt es eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Wer möchtest du in der Beziehung sein? Es geht darum, im Leben zu herrschen. Möchtest du in deiner Beziehung, in der du lebst, der Herrschende sein? Oder der Dienende? Das ist eine der grundlegendsten Fragen, wie deine Beziehung sein wird. Ob sie sich wirklich entfaltet, ob sie dir zum Segen wird oder ob es ein ständiger Kampf ist. Wer hat das Sagen? Wer hat die Macht? Wer hat die letzte Autorität? Es gibt eine Geschichte in Markus 10. Da haben zwei der Jünger Jesu so ein besonderes Anliegen. Sie wollen so spezielle Plätze haben, so herrschende Plätze links und rechts von der Autorität und von der Macht. Und Jesus sagt, die kriegt er nicht und der Vater selber teilt sie ein. Und dann kriegen die Jünger das mit und sind sauer über die beiden, die sich diese Plätze da gewünscht haben, weil sie ja wahrscheinlich auch da gerne gesessen hätten. Und dann holt Jesus sie zusammen. Und sagt, pass mal auf, so, ihr wisst ja, wie es klassisch in dieser Welt aussieht. Jeder will oben stehen, jeder will herrschen, jeder will das Sagen haben, jeder will Macht ausüben. Aber ich sage euch eins, und jetzt kommt etwas sehr Überraschendes. Es ist nicht schlecht, herrschen zu wollen. Es ist nicht schlecht, oben zu stehen
Leitung zu haben, Verantwortung zu haben, Nummer eins zu sein, ist gar nicht schlecht. Kannst du gerne wollen. Aber du musst eins wissen, wie du dahin kommst. Indem du dich entscheidest zu dienen. Herrschaft und Dienen sind eigentlich ja Gegensätze. Entweder du hast die Herrschaft, du bist der König oder was auch immer, und der andere muss dir dienen, oder du bist halt der, der da unten sitzt, und der andere ist der König. Und Jesus sagt, entscheide dich für den Platz des Dienens. Hat er übrigens auch gemacht. Er ist gekommen, um zu dienen. Und er sagte, wenn du in deinem Herzen, egal in welcher Beziehung du lebst, ob es jetzt eine Arbeitsbeziehung ist, ob es eine Ehebeziehung ist, ob es eine Freundschaftsbeziehung ist, ob es in der Gemeinde ist, wer das Sagen hat. Wenn du möchtest, dass du wirklich im Leben herrschst, dann fang an zu dienen. Dann entscheide dich freiwillig für den Platz am Fuße der Tafel, am Ende der Tafel. Da nimm deinen Platz ein. Und da lebe treu auf diesem Punkt. Paulus sagt später einmal, achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt nicht, dass wir von oben auf den anderen heruntergucken, was so typisch in unserer Welt ist, sondern dass wir zum anderen aufschauen. Und wenn du mit dieser Haltung kommst, deinem Ehepartner gegenüber, wo kann ich dir heute dienen? Wo kann ich dein Leben reich machen? Was kann ich tun, dass du blühst? Was kann ich tun, dass du einen guten Tag hast? Hey, das ist wirklich eine innere Einstellung eines Dieners. Und Jesus sagt, das bringt dich zum Herrschen. Das bringt dich nach oben. Das ist die Rolle, wo du dann lernst, einfach im Leben zu herrschen. Mag ein totaler Gegensatz für dich sein und erstmal völlig, eigentlich nicht logisch. Aber in den Augen Gottes ist das so. Deshalb, wenn du in deinen Beziehungen weiterkommen möchtest, wenn du nicht mit deinen Ellenbogen arbeiten willst und sagst, ich dränge mich vor oder ich werde es denen schon allen zeigen, fang an, deinen Platz als Diener einzunehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, dem anderen die Füße zu waschen. Und an diesem Platz bringt Gott dich hoch. An diesem Platz wirst du weiter dich entwickeln. Und das ist eine Entscheidung, dass du in Beziehung wirklich eine Herrschaft ausübst. Denn Herrschen hat nichts erstmal mit Krone zu tun und an Nummer 1 sitzen, sondern einen Platz einzunehmen, den Jesus und Gott dir zuweist. Diesem Gedanken mitten in der Woche lasse ich dich einfach jetzt mal stehen, was das für dich bedeutet. Lies diesen Text nochmal in Markus 10, was Jesus gesagt hat. Er hat es vorgelebt. Er hat genau diese Rolle eingenommen. Und die hat ihn zum Herrschenden gemacht in allen Beziehungen, die es gibt. Gott segne dich beim Umsetzen, erstmal beim drüber nachdenken. Mach das nicht einfach, weil ich das gesagt habe, sondern denk einfach mal drüber nach, was es für dich und deine Beziehung, sei es in der Ehe, sei es zu deinen Eltern, wo auch immer es ist. Denk mal einfach drüber nach, was es für dich bedeutet. Gott segne dich.